Hallo und herzlich willkommen zum ersten Spiral Knights Let's Play auf meinem Kanal. So, hier sieht man ja, ich habe schon einen anderen Account, aber den nehme ich nicht, weil ich erstelle extra einen neuen Account. So, dann, wenn man auf Account erstellen geht, kommt man hier in einen schönen Auswahlpack. Da kann man dann zwischen verschiedenen Helmen entscheiden. Ich nehme aber eigentlich am liebsten mehr mit der. Und der sieht schon geil aus. Und diese Rüstung dazu. Es gibt sogar auch für Frauen Skins. Designs. Da gibt es eigentlich nur zu, was war mir gefallen gemeint. Wobei, aber ja, zwischen. Ja, Militär sieht schon gut aus, würde ich sagen. Zubehör. Da gibt es sehr verschiedene. Nämlich einmal Kopfband, komische Stacheln, ein Schild und ein Transformer-Auge. Dann gibt es aber noch mal andere, nämlich auch einmal Pferdeschwanz, Häschenohren, Mikrofon und Antenne und dann hinten so wegstehend. Wobei aber dazu wirklich am besten das passt. Die Körpergröße gibt es zwischen klein, niedlicher kleiner Knight, normal, der mittelgroße und groß. Ich nehme eigentlich immer die großen. Es gibt runde Augen, ziemlich ovale, sehr eckige und halbmondförmige. Ich nehme aber lieber die Ecke. Persönliche Farbe nehme ich eigentlich grün, weil ist meine Lieblingsfarbe. Gib deinen Namen ein. Ich würde mal sagen, Gülle TV. So, jetzt haben wir uns einen Knight erstellt. Und ja, das ist der Ladebildschirm und wir kommen zur ersten Mission, der Absturz. Erwachen in einer neuen Welt. Rennen. Kommen, Gullibilly TV. Bist du da? Hier ist Aufklärer Knight Renton. Ich bin hier. Was ist passiert? Du bist gerade auf der Oberfläche vom Cradle aufgeschlagen. Meine Rettungskapsel ist etwas nördlich von deiner Position abgestürzt. Wir sollten uns treffen und den nächsten Sammelpunkt finden. Sei vorsichtig und halte dein Schwert bereit. Hier sind überall gefährliche Kreaturen unterwegs. Verstanden, Ren. Ich bin zu dir unterwegs. So. Hier sieht man das kleine Tutorial, das vorgegeben wird. Nämlich mit WASD steuert man seinen Knight und mit Maus kann man sich immer hin und her drehen. Wer das Spiel dann zum ersten Mal spielen sollte, wird sich denken, wieso hier linke Maustaste? Ich habe meine Bewegung ein bisschen umgelegt und habe Angreifen auf linke Maustaste getan und dann meist sie auf rechte Maustaste. Man kann nicht nur mit dem WASD lenken, nämlich auch mit der Maus. Normalerweise linke Maustaste zum Gehen, ich habe rechte Maustaste. Und hier haben wir schon die ersten Gegner Slimes. So, dann schlachten wir sie mal. Und da kommen wir schon zu den ersten Kisten. Die roten Kisten mit einem Herz drauf sind Lebenskisten, in denen ploppt meistens Leben raus. Aber was auch sonst. Weiche Schaden durch Monster, indem du E drückst aus. Das ist wie Jumpen. Jetzt habe ich ein bisschen Muscle.
Und jetzt kann ich es zeigen. So. Man hat auch ein sehr schönes Schild am Anfang. Das schützt einen auch vor Schaden. Und Waffe wechseln kann man mit Leertaste oder dem Mausrad. Diese leuchtenden Granaten sind Bomben, die sofort hochgehen. Auf die sollte man wirklich nur schießen, denn die machen auch sehr viel Damage. Gullibilly TV, bin ich froh, dich zu sehen, Kumpel. Dieser Planet ist so fremdartig. Es ist schön, mal ein vertrautes Gesicht zu sehen und nicht noch ein endliches Vieh. Ich bin auch froh, dich in einem Stück zu sehen, Randon. Wo sind die anderen Überlebenden? Ich habe über Comlink Verbindung zu Knights aufgenommen, die weiter ferne ein Rettungslager aufgebaut haben. Wenn du weit nordwärts gehst, solltest du es irgendwann erreichen. Ich werde für den Moment hier bleiben und andere Knights aufspüren, die in dieser Gegend abgestürzt sind. Ich treffe dich vor Sonnenuntergang im Rettungslager. Und sollte dir etwas Gefährliches begegnen, drücke SRG links, um dein Schild zu verwenden. Ich werde da mal vorausgehen. Sei vorsichtig, Ren. So. Dann gehen wir mal hier durch die Tür. Und da kommen wir auch schon zur ersten Kampf-Area. Man kann mit dem Schild, wie mit mir da steht, auch angreifen. Hier sieht man hier, hier sind jetzt die Monster. Und wenn man sie dann angreift, sind sie betäubt. Wenn sie betäubt sind, kann man sie wesentlich leichter killen und sie können eigentlich so leicht angreifen. Jeder Mob droppt Crowns, das ist die Währung in diesem Spiel, und Wärme. Das ist wiederum für Waffen und Rüstungen. Damit kann man dann irgendwann mal die Waffen updaten und die Rüstungen. So sieht dann die Wärme aus. Und da sind wir schon beim Rettungslager. So, und hier hat man gesehen, hier hat man dann nach jedem Level die Wärme gesamte stehen und dann verteilt sich das gleichmäßig auf alle Rüstungsteile und alle Waffen und auf das Schild. Und da sind wir schon im Rettungslager. 15. Grüße, ich bin Gruppenführer Greta. Du musst Gullibilly TV sein. Willkommen im Rettungslager. Brandon hat uns angefunkt und hat uns gesagt, dass wir eine Ankunft erwarten können. Und das nicht einen Moment zu früh. Nachdem du dich ganz alleine bis hier durchgekämpft hast, bist du genau die Sorte Knight, die wir brauchen. Was gibt es für ein Problem, Greta? Kurz gesagt, dieses Camp hat keinen Strom und die Sonne geht bald unter. Letzte Nacht haben uns in der Dunkelheit alle möglichen furchtbaren Monster heimgesucht. Wir konnten nichts sehen und hatten keine Energie für unsere Abwehrgeschütztürme. Wir haben viele Rekruten verloren. Wir müssen Energie zum Rettungslager leiten, damit wir einen Verteidigungsring um das Lager errichten können, bevor die Nacht hereinbricht. Wie kann ich helfen, Energie zum Lager zu leiten? Unsere Scanner haben einen uralten Generator unter dem Lager aufgespürt. Er sollte Energie zur Oberfläche schicken, aber etwas scheint sich sie abzulenken. Wir brauchen dich, um den alten Generator zu erforschen und die Energie wieder zurück zur Oberfläche zu lenken. Aber du musst wachsam sein. Es ist völlig unerforschtes Gebiet und wimmelt nur von Monstern. Randon sagte, dass er dich sehen will, bevor du diese Mission beginnst. Warum triffst du nicht zuerst mit ihm? Ich werde mich mit Randon treffen, bevor ich den Generator erkunde.
und hörst dann auch schon der Brandon. Brandon. Nun sieht aus, als würden wir hier in einer Zwickmühle stecken. Gullibly TV. Es müssen eine Menge Arbeit erledigt werden, um dieses Lager auf Vordermann zu bringen. Also bist du jetzt dazu berechtigt, Missionen anzunehmen. Du findest verfügbare Missionen in deiner Aktivitätenleiste. Missionen? Missionen reichen von gefährlichen Kämpfen bis hin zu Gesprächen mit bestimmten Leuten, wie zum Beispiel mir. Durch das Abschließen von Missionen erarbeitest du dir Fortschritt hin zu höheren Rängen, die dir wiederum zu mächtiger Ausrüstung verhelfen. Greta hat mich informiert, dass du dich um unser Problem mit der Energieversorgung im alten Generator kümmern wirst? Ja, das stimmt. Nun, bleibe wachsam. Wenn die Oberfläche des Planeten schon so vor Monstern wimmelt, wer weiß, du da unten in der Dunkelheit findest. Danke, Renton. Ich werde vorsichtig sein. Und da haben wir schon unsere erste Mission abgeschlossen. Man bekommt bei jeder Mission Prestige, das heißt Level kommen und meistens eine Belohnung. So, die nächste Mission wäre dann der alte Generator, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wenn ihr mehr sehen wollt, gebt es einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.